Und es ist einfach immer stärker durchgekommen, dass das das ist, was mich am Leben hält letztlich. Also für mich ist es absolut essentiell. Es ist mein Ausdrucksmittel oder meine Möglichkeit, wie ich mein Leben bewältigen kann, weil jeder weiß, dass es nicht immer leicht ist. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 18 von Gemeinsam Zukunft gestalten. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl, ich bin Community Managerin der ÖIAB und ich hoste diesen Podcast. In der heutigen Episode, da geht es um Kunst und genau genommen, wie wir Kunst in der ÖIAB erleben können. Hier gibt es eine langjährige Zusammenarbeit mit der oberösterreichischen Künstlerin Birgit Schweiger und ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit genommen hat, mit unserer CEO Monika Schüssler und mit mir über ihre Kunst in unseren ÖIAB-Häusern zu sprechen. Birgit und Monika erzählen, wie es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist und welche Überschneidungen es bei den jeweiligen Wertevorstellungen gibt. Wir sprechen darüber, welche Möglichkeiten die Kunst bietet, die Welt zu verstehen, sie zu analysieren, sie zu verändern und mit unserer Umwelt, unseren Mitmenschen und uns selbst in Beziehung zu treten. Und wir halten auch fest, wie cool es tatsächlich ist, Kunst in unsere Häuser zu holen, direkt zu den Menschen und sie dadurch niederschwellig allen Menschen zugänglich zu machen. Ich wünsche euch wie immer viel Freude beim Hören der heutigen Episode Kunst in der ÖIAB erleben. Gemeinsam Zukunft gestalten. Der ÖIAB-Podcast. Hallo, liebe Birgit. Schön, dass du Zeit gefunden hast und wir heute gemeinsam mit der Monika Schüssler, die neben uns sitzt, wir gemeinsam heute über Kunst sprechen können und natürlich mit starkem Fokus auf Kunst in der ÖIAB. Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich eingeladen worden bin und die Möglichkeit habe, über die Kunst zu sprechen, die mich jetzt doch mit der ÖIAB schon relativ lange Zeit verbindet, dass ich diesen Raum bekomme, den ich sonst mit meiner Kunst befülle, dass ich den auch mit Worten befüllen darf. Ja, da freuen wir uns auch und ja auch hallo an dich, liebe Monika. Hallo, liebe Dani. Birgit, ich möchte dich kurz vorstellen. Du bist Künstlerin, geboren in Ried im Innkreis. Du arbeitest und lebst vorrangig in Oberösterreich, aber auch immer wieder bist du unterwegs in Österreich, aber auch international und auch immer wieder in unseren ÖIAB-Häusern, was uns natürlich besonders freut. Aber bevor wir weitergehen mit dem Gespräch, da möchte ich auch dir, so wie allen unseren anderen Gästen, die Möglichkeit geben, dich selber unseren HörerInnen vorzustellen und zu erzählen, wer die Birgit Schweiger eigentlich ist. Ja, das ist eine schwierige Frage, die stelle ich mir manchmal täglich. So. Ja. Wer bin ich eigentlich? Ich bin sehr spontan, ich bin lebensfroh, kann aber auch depressiv sein. Ich bin unheimlich naturverbunden, habe einen sehr starken Bewegungsdrang. Ich bin auch mit meiner Hündin täglich 1 bis 1,5 Stunden unterwegs im Wald. Das brauche ich für mich auch zur Erdung und um meine Gedanken zu sortieren. Ansonsten lese ich sehr gerne. Musik ist für mich ein großes Thema, wobei ich jetzt nicht die Klassik als mein Hauptgenre bezeichnen würde, sondern wirklich immer noch so alte Bands wie Radiohead zum Beispiel sind so mein All-Time-High. Genau, die kann ich immer noch hören. Viele sagen, das ist total Depri, aber ich liebe es, ja, da einzutauchen. Ich liebe es auch, unterwegs zu sein. Ich bin unheimlich gern unterwegs. Ich bin auch gern allein unterwegs. Ich genieße das, weil ich dann mit meinen Sinnen die Welt erkunden kann und nicht abgelenkt bin von anderen. Auf der anderen Seite bin ich sehr sozial und liebe meine Freunde und Freundinnen genauso wie meine Familie. Also da ist mir der Austausch unheimlich wichtig. Also das ist auch dieses soziale Wesen, das ich bin oder das wir alle sind, das macht mich zu einem großen Teil auch aus. Und ich glaube, dass sich das auch in deiner Kunst widerspiegelt, so wie ich jetzt bisher deine Kunstwerke kennengelernt habe. Genau, da kann ich gar nicht aus. Also im Prinzip muss ich sagen, dass fast alles, was ich mache, ist natürlich sehr persönlich. Da gibt es die Zeichnungen, die ich teilweise täglich mache, die immer mein Befinden auch widerspiegeln, das, was mich beschäftigt, auch das, was mich ärgert.
auch wenn es zwischenmenschliche Probleme gibt, versuche ich das auf irgendeine Art und Weise darzustellen. Das heißt, das sind Tagebücher. Ich kann sagen, meine Kunst ist auch irgendwie ein Tagebuch für mich und kann auch sehr kritisch sein, kann traurig sein, kann lustig sein. Meist ist es spontan und sehnsüchtig. Ich liebe dieses Wort sehnsüchtig, weil es so was Menschliches hat. Es hat so was Menschliches, was neugierig, sehnsüchtiges. Wir wollen was wissen, wir wollen was erleben, wir wollen gestalten. Und das mache ich. Wir sind in Vorbereitung für das Gespräch auch nochmal durch unser ÖJA-Pflegewohnhaus Neumargareten gegangen, wo wir jetzt auch das Gespräch aufzeichnen und aber heute mit einem ganz anderen Blick, nämlich mit deinen Kunstwerken, die wir hier wiederfinden, Und bevor wir darauf genauer eingehen über Kunst und ÖJAP, diese Verbindung, möchte ich mit dir über Kunst über dein Kunstschaffen allgemein kurz sprechen. Ich habe dazu ein schönes Zitat gefunden von Silvia Müllegger, Kunsthistorikerin. Das Œuvre der Künstlerin Birgit Schweiger charakterisiert sie als aufmerksame, sensible Beobachterin ihres unmittelbaren Umfelds, als eine, die wie ein Seismograph einzelne Szenen und Augenblicke aufnimmt und als Stimmungsbilder ihrer Zeit dokumentiert. Im Mittelpunkt der künstlerischen Auseinandersetzung steht meist der Mensch als Teil des Kollektivs mit seinen Riten und Verhaltensweisen. Genau. Das hat die Silvia wirklich sehr schön charakterisiert. Die begleitet mich auch schon sehr lange und schreibt auch immer wieder Texte für mich, wenn ich sie brauche. Aber das beschreibt eigentlich wirklich das, worum es mir geht. Es geht mir wirklich um mein Umfeld, so um mein Sinnfeld. Also was für mich Sinn macht, was für mich einen Wert hat, damit arbeite ich, weil das ist das, was ich habe in diesem Leben. Und ich arbeite sehr spontan und assoziativ. Das ist für mich wichtig. Es gibt natürlich auch konzeptionelle Arbeiten, so wie es auch hier im Haus dargestellt wird oder wo es auch Rauminstallationen gibt hier im Haus. Aber grundsätzlich arbeite ich am liebsten völlig frei. Also diese Freiheit, die genieße ich. Und das ist natürlich auch was, was ich hier machen konnte. Ja. wo ich mich auch durchsetzen konnte mit dem, was ich im Kopf hatte. Und das ist für mich ein Riesengeschenk. Ich glaube auch für uns, für die ÖJAP. Das hoffe ich. Also ich glaube auch, dass in einem Pflegewohnhaus vielleicht ist es nicht das Erste, dass man sich erwartet, Kunstinstallationen vorzufinden. Und absolut. Das macht dieses Das Haus. Muss ich sagen. Und das ist wirklich auch ein für mich so ein Alleinstellungsmerkmal auch der ÖJAP, dass jetzt eine ÖJAP, ein so großes Unternehmen, das eine NGO ist, dem auch einen Wert beimisst und dem auch einen Raum gibt. Das ist nicht selbstverständlich. Das sehe ich wirklich so und ich bin überglücklich, dass ich das machen darf, ja. Und dass das auch bezahlt wird. Ja, weil das ist in meiner Branche nach wie vor leider sehr häufig so, dass dann gesagt wird, sei froh, dass du das machen darfst oder dass du dich kreativ entwickeln darfst oder entfalten darfst, aber bitte Geld, nein. Ich glaube, viele, die in der Kreativszene tätig sind, werden sich da jetzt wieder finden oder wieder erkennen. Genau. Wobei, das ist gerade jetzt am Verändern, Gott sei Dank, da gibt es wirklich von vielen Institutionen auch jetzt Initiativen, die da dagegen ankämpfen. Zu Kunst selber ist vielleicht für einige HörerInnen doch etwas Abstraktes. Deshalb die Frage von meiner Seite, wie bist du überhaupt zur Kunst gekommen und wie können wir uns so einen Künstlerinnen-Alltag überhaupt vorstellen? Was heißt das, als Künstlerin zu arbeiten? Grundsätzlich, also ich habe sehr früh begonnen. Ich habe sehr früh gemerkt, dass es mir am besten geht, wenn ich ein Blatt Papier und einen Bleistift vor mir habe. Ja. Das waren so immer schon meine Rückzugsmöglichkeiten, auch in meiner Ursprungsfamilie. Wenn mir alles zu viel geworden ist, habe ich mich hingesetzt und habe gezeichnet. Ja. Das habe ich geliebt, das habe ich immer gemacht. Ja. In meiner Familie war das jetzt kein Selbstverständnis, oder nein, nicht kein Selbstverständnis, ist völlig untertrieben. Es war nicht im Möglichkeitsbereich, damit irgendwas zu tun, irgendwas zu machen. Habe ich dann auch erst relativ spät begonnen, mich intensiver damit auseinanderzusetzen und
Habe kein abgeschlossenes Kunststudium primär. Ich habe zwar an der Kunstuniversität Linz bei Professor Brehm studiert, aber habe keinen Abschluss gemacht. Den habe ich erst letztes Jahr nachgeholt in Philosophie und Kunstwissenschaft. Also sehr spät, aber doch. Und es ist einfach immer stärker durchgekommen, dass das ist, was mich am Leben hält letztlich. Also für mich ist es absolut essentiell. Es ist mein Ausdrucksmittel oder meine Möglichkeit, wie ich mein Leben bewältigen kann, weil jeder weiß, dass das nicht immer leicht ist. Und ich habe ein Ausdrucksmittel, auch den Schmerz irgendwie darzustellen oder die Lust darzustellen oder eben die Sehnsucht darzustellen. Und da habe ich einen Weg gefunden, das hat lange gedauert. Ich habe viele Jahre auch nebenbei arbeiten müssen. Mein Mann ist Musiker und auch selbstständig. Das heißt, wir sind beide frei. Das geht jetzt. Das hat aber natürlich nicht von Anfang an funktioniert. Ja. Und der Künstlerinnenalltag sieht so aus, dass ich eigentlich oft um die Zeit, die tatsächlich kreative Zeit, kämpfen muss, weil ich an so vielen Fronten arbeiten muss gleichzeitig. Ich muss meine Steuer machen, meine Website machen, Social Media bedienen. Ich muss mich bewerben bei Ausschreibungen, muss ununterbrochen mich vernetzen, überall da sein, mein Gesicht zeigen. Also drum dieses Netzwerk ist einfach überall da, ist überall präsent. Das ist letztlich auch in meiner Kunst sichtbar. Und ich habe primär begonnen zu zeichnen, bin dann in die Malerei gegangen, sehr stark figurativ. Da habe ich auch noch anders gearbeitet. Da gab es ganz klare Grenzen, Farbflächen und Grenzen. Es waren sehr poppige Bilder. Monika Schüssler hat einige davon aus dieser Zeit. Ja, im Büro hängen, ja. Genau. Und ich habe mich dann mehr in den abstrakten Bereich begeben, aber ich habe dabei nie den Menschen verloren. Ja, der Mensch ist immer der Ausgangspunkt. Da kann ich gar nicht aus. Ja, aber ich lasse Mensch im Mittelpunkt. Genau, ich lasse den Menschen sich entwickeln in meinen Bildern, in meinen Installationen. Teilweise mache ich auch Videoarbeiten, Performances. Was auch immer ich darf. Und da muss ich jetzt, ich habe jetzt sehr aufmerksam zugehört, aber da darf ich jetzt einspringen. Ja, und da gibt's eine große Brücke. Also das, was du machst, den Menschen in den Mittelpunkt stellen, den Menschen nicht verlieren, glaube ich, hast du gerade gesagt. Ja. Und den Menschen sich entwickeln lassen und begleiten auf seinem Entwicklungsweg. Und Dani, ich glaube, das machen wir auch. Oder? Ja, ich glaube, das machen wir auch, ja. Genau. Und wir haben viele Gespräche geführt, ja, auch von Anfang an, auch als du mich das erste Mal gefragt hast, ob ich Interesse hätte, ein großes Projekt mit euch zu machen, ja. Mhm. Da haben wir eigentlich erst gesehen, wie viele Überschneidungen es gibt in unseren Themen. Und die Verbindungen in den Wertethemen ja. Ich habe immer dieses Verbindungsthema im Kopf. alles ist mit allem. Ja, aber das war 2016, haben wir das erste Mal diskutiert. Genau. Ich glaube, wir sind in irgendeinem Kaffeehaus gesessen oder war das in der Nähe vom Donaukanal? Ich weiß es gar nicht mehr, wo wir drüber gesprochen haben und ich habe, weißt du, dann ich habe die Birgit gefragt, hättest du Lust auf ein Großprojekt, wo du tatsächlich Kunst unter junge Menschen bringst und in ein Studierendenwohnheim? Weil ich gesagt habe, wir haben sehr viel themenbezogene Häuser schon, also wir haben sehr viel soziale Aspekte in unseren Häusern gehabt, wir haben Musikthema in unseren Häusern, aber wir hatten noch kein Kunstthema und das ich bin ein sehr kunstaffiner Mensch selber und das hätte mich sehr gefreut. Und Birgit, ihre erste Frage war, und was soll das Thema sein? Und ich habe sie angeschaut und gesagt, lass es uns doch aus den Werten entwickeln. Und dann haben wir 2016 darüber gesprochen, wie die Dinge miteinander verbunden sind. Und du hast dich dem Thema ganz anders genähert als ich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, weil es ist jetzt doch schon lange. Da muss ich jetzt selber drüber nachdenken. Aber ich habe es natürlich auf einer grafischen Ebene, dass ich versucht habe, und das kann ich jetzt gar nicht so in Worte fassen, warum ich das so gemacht habe. Ich hatte einfach immer schon diesen Drang, Dinge zu verbinden. Mhm. Ich habe das in meiner Jugend im sozialen Bereich gemacht. Ich habe immer versucht, Leute zusammenzubringen, ja, auch die unterschiedlichsten, wirklich diese, also einander fremde Dinge zusammenzubringen. Das ist auch ein Weltbild von mir, dass man vor dem anderen, vor dem Fremden keine Angst haben muss, ja, sondern dass man das durchaus auch integrieren kann, ja. Und ich will halt auch in meinen grafischen Darstellungen habe ich immer versucht,
Verbindungen zu finden, wo sie primär gar nicht sichtbar sind. Wo sich Verbindungen einfach, ich habe quer über Landschaften Striche gezogen und dann haben sich neue Dinge daraus ergeben, neue Möglichkeitsräume. Aber ich kann mich erinnern an eine Ausstellung von dir, die du gemacht hast. Ich glaube, die war in Oberösterreich, wo du de facto Figuren mit der Landschaft verschmelzen hast lassen und sie aber doch durch einen leichten Knick in der Art oder wie auch immer du das gemacht hast, ich bin kein Künstler, wo du sie dann hervortreten hast lassen und wo man dann die Figur oder Radfahrer in den Bergen, kann mich erinnern an diese Ausstellungseinladung, wo du einen Radfahrer gezeichnet hast und wo im Berg plötzlich ein Radfahrer heraustritt, ohne dass du eine Figur gezeichnet hast. Also dieses Verbinden oder Schaffen oder Erkennen von Verbindungen, die vordergründig nicht da sind, aber die hintergründig da sind. Und das haben wir schon damals 2016 besprochen, wo ich das Gefühl habe, du hast dich der Thematik tatsächlich philosophisch oder auch ethisch genährt und ich mich spirituell. Ja. Absolut richtig. Ja. Und du hast angespielt auf diese teilweise großflächigen Malereien, wo ich Menschen versteckt habe in der Landschaft, genau, wo sie aber trotzdem da sind. Und das ist auch was, das ein Thema, dass der Mensch zwar im Vordergrund steht, dass mir aber auch wichtig sind, dass sich der Mensch nicht so wichtig nimmt und dass er nicht so, ja wirklich, so präpotent sich über alles drüber stellt, ja, sondern ich habe ihn versucht zu integrieren in die Natur, ja, in diesem Zyklus. Reflexion, ja, genau, heißt das dieser Zyklus, das habe ich dann noch verstärkt, das war dann auch zu Corona-Zeiten, wo ich geometrische Flächen eingebaut habe, in die Natur, davor und dahinter Menschen und alles in derselben Farbigkeit. So, es gibt einen gewissen Bruch drinnen, ja, und dieser Bruch heißt, wir sind zwar Menschen, Wesen der Natur und trotzdem müssen wir uns manchmal auch davor schützen, ja, weil wir sind Mängelwesen, wie es halt oft in der Philosophie auch die Frage gestellt worden ist oder in der Anthropologie, was sind wir eigentlich? Und die Definition von Mensch hat sich ja immer wieder mal geändert, ja. Aber das heißt nicht, wir sind Naturwesen, wir haben einen Körper, wir sind biologische Wesen, wir sind auch geistige Wesen. Und das zu verbinden, ohne dass wir uns dann, weil wir das sind, alles untertan machen müssen, das will ich nicht und das will ich Ihnen mit meinen Bildern auch zeigen, dass es wirklich auf ein Leben auf Augenhöhe mit allem, was da kreucht und fleucht auf dieser Welt sein soll. Ich glaube, damit man sich es auch besser vorstellen kann und auch mir hat das geholfen, dass tatsächlich anhand der Kunstinstallationen oder Kunstwerke, die jetzt auch in unseren ÖJAP-Häusern hängen, auch darzustellen und wir werden darauf auch gleich näher eingehen, aber ich habe noch eine Frage vorher an die Monika, auch weil du das angesprochen hast, Birgit. Woher kommt oder was treibt dich an? Warum ist dir das so wichtig? Ja, auch mich treibt die Thematik, also die Wertethematik. Wer mich ein bisschen näher kennt oder mit mir zusammenarbeitet, weiß das. Und diese Wertethematik gehört, das ist so ein Haltungsthema bei mir, entwickelt. Also es gibt viele Menschen, die sind von sich aus reflektiert. Es gibt viele Menschen, die sind von sich aus an Weiterentwicklung interessiert. Und so wie die Birgit vorhin gesagt hat, die gehen achtsam mit sich selbst und mit ihrem Eingebettetsein ins Leben oder in die Natur um. Die allermeisten tun das nicht, weil sonst wird unser Planet nicht so ausschauen, wie er ausschaut. Und sonst würden wir ihn nicht verschmutzen, zumüllen und mit Gier und Habgier und völligem Desinteresse und völliger Achtungslosigkeit vor dem, was es Jahrtausende oder Jahrmillionen vor uns gegeben hat, umgehen. Und darum geht's mir dann eigentlich. Ich möchte Bewusstsein schaffen. Ich möchte Bewusstsein erwecken. Und ich möchte ein Teil davon sein, vielleicht kann ich es ein bisschen demütiger formulieren, ich möchte ein Teil davon sein oder dazu beitragen, dass Bewusstsein geschaffen wird. Und dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Kunst ist eine wunderschöne Form,
Menschen in die Auseinandersetzung zu bringen und Menschen manchmal, sage ich, wenn man es liebevoll sagt, in die Auseinandersetzung bringen, wenn man es ein bisschen brachialer sagt, dann wachzurütteln oder wirklich, manchmal habe ich das Bedürfnis, die Leute so zu nehmen, so zu packen bei den Schultern und so zu schütteln und zu sagen, mach auf, bist du dir dessen bewusst, was du gerade tust oder sagst oder was du damit in deinem Umfeld anrichtest. Egal, ob das jetzt Stimmungen sind oder ob das tatsächlich bis hin zur Umweltverschmutzung geht, oder Menschenrechtsverletzungen. Ja. Das sind Themen, über die man sich Gedanken machen kann. Und das kann man natürlich anprangern, also man kann sich hinstellen und anprangern. Oder schimpfen, wie das natürlich auch ganz gerne auf Social Media zum Beispiel passiert. Oder man kann sich hinstellen und auf Themen aufmerksam machen und zum Nachdenken anregen oder einladen. Oder, und das wäre dann der Best Case, man kann mit Kunst zeigen, wie es gehen kann oder wie es sein kann. Man kann die Realität abbilden. Also ich kann es nicht, aber Gott sei Dank gibt es Menschen, die das können. Ja. Und dann gibt es halt die Menschen, die Kunst erschaffen. Und dann gibt es Menschen, die sich durch Kunst inspirieren lassen oder die Kunst genießen. Und da zähle ich mich ganz sicherlich schon sicher seit 25 Jahren dazu. Und habe persönlich auch wirklich Bilder von der Birgit sehr früh erworben, Gott sei Dank noch vor irgendwelchen großen Stiftungen oder Museen, weil mich diese figurative Darstellung und auch diese Inszenierung von Menschen ganz, ganz stark berührt hat. Also das darf ich vielleicht auch noch sagen, die Birgit hat eine Fähigkeit. Ich habe, glaube ich, in den ersten 1-2-3 Jahren 1-2 Auftragsarbeiten bei dir bestellt, wenn ich mich richtig erinnere. Und da habe ich ja Fotos geschickt von einer Familie, ja, meines damaligen Lebensgefährten und gesagt, bitte mal das, ich würde Ihnen das gern zum 50. Geburtstag schenken. Die Birgit hat diese Menschen nie gesehen und ich kannte diese Menschen viele, viele Jahre lang, hat sie von einem Foto weggenommen und hat sie in ein Bild inszeniert und ich habe dieses Bild, wie es bei mir angekommen ist, angeschaut und ich habe Tränen in den Augen gehabt. Ich habe geglaubt, die Menschen stehen vor mir, weil sie hat aufgrund des Bildes ihre Charaktere erfasst und sie kannte sie nicht. Also da ist so eine ungeheure Sensibilität auch da gewesen. Oh nein, die ist noch immer da, Entschuldigung. Nein, die habe ich jetzt völlig abgelegt. Nein, super, was so alles passiert in einem Podcast. Aber also, das ist, glaube ich, wirklich was ich kann. Ja? Und das ist auch ein Grund, warum ich solche Aufträge relativ selten annehme in der Zwischenzeit, weil das unglaublich intensiv ist für mich. Ich möchte nur gerne, damit es die HörerInnen auch gut einordnen können, deine Zusammenarbeit mit der ÖJAB. Also du hast in zwei Häusern deine Kunstprojekte realisiert. Zum einen im ÖJAB-Haus Niederösterreich 1, kurz NÖ1, wie wir es oft in der Abkürzung nennen, ein Studierendenwohnhaus, das eben generalsaniert wurde. Und in dem neuen Haus in der unteren Augartenstraße, du da deine Kunst dann dargestellt hast. Und hier, wo wir uns jetzt befinden, im ÖJA-Pflegewohnhaus Neumargareten, das dann später dazu gekommen ist. Ich möchte aber, um auch da von der Zeitachse her exakt zu bleiben, möchte ich mit dem Niederösterreich 1 beginnen, mit dem Haus. Da hast du bei deiner künstlerischen Arbeit dich auch wieder grundlegend mit den Themen Verbindungen auseinandergesetzt und der Untrennbarkeit der Dinge, also dass alles miteinander verbunden ist, dass ja auch in einem Studierendenwohnheim die Gemeinschaft und das Miteinander, das Tag für Tag gelebt wird, da ja auch in der Realität stattfindet. Da habe ich auch ein Zitat von dir gefunden. Ich spiele gerne mit vordergründig unsichtbaren Verbindungen und experimentiere mit den Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Spontan, sehnsüchtig, haben wir doch wieder drinnen, und träumerisch. Genau. Magst du uns da kurz einen Überblick geben, welche unterschiedlichen Kunstinstallationen wir im Haus Niederösterreich vorfinden? Im Haus Niederösterreich ist es noch so, dass weniger installative Arbeiten sind, also eigentlich
gar keine, außer wenn man die Wandzeichnungen dazu nimmt. Ja, genau. Aber es sind im Prinzip alles Bilder und Zeichnungen. Dadurch, dass es Niederösterreich 1 ist, hatten wir natürlich auch den Niederösterreich-Bezug und das war so eine Vorgabe, auch mit den Niederösterreich-Themen zu spielen. Mhm. Und das habe ich dann genommen und habe dann vom Niederösterreichischen Landesmuseum über den Wolkenturm, Grafenegg, das Nuke Festival, Musikfestival, ja, in einer großen Arbeit, die ich dann teile. Und den Nibelungen? Und die Nibelungen sind, sind natürlich auch dabei, ja. Und habe dann auch dieses Spiel gespielt, diese Menschen in der Landschaft einzubauen. Und dann trotzdem nicht so in den Vordergrund zu heben. Da gibt es, glaube ich, auch einen Radfahrer und der ist auch in, also zwischen Vordergrund und Hintergrund und in der Farbigkeit ist da kein Unterschied zwischen Natur und Mensch. Und da habe ich halt gespielt mit diesen Linien und Verbindungen vom Nibelungen zum Wolkenturm. Gibt es eine Verbindung vom Menschen, vom Radfahrenden zu einem Menschen, der am Nuke Festival im Fluss sitzt und sich abkühlt? Das war eine Arbeit, dann im Rezeptionsbereich gibt es eine Arbeit, wo Studenten auf einem Campus in der Wiese sitzen und miteinander kommunizieren. Das ist ein sehr modernes Bild, stark figurativ, aber in sehr farbenfroh. Ja, genau. Eine großformatige Arbeit. Im Frühstücksraum gibt es auch eine große Arbeit. Da ist eben der Wolkenturm drinnen und das Museum. Und dazwischen auch Stufen, wo sich auch Linien winden über die Stufen und verbinden mit Personen, die dort verweilen, die diskutieren, verschiedene Szenen, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Also ich habe alles hineingepackt, was menschlich ist. Genau, und dann halt bis in den 8. Stock hinauf eine Zeichnung, die sich windet, schlängelt also entlang. Eine Wandzeichnung, genau. Im Stiegenhaus. Genau, bis in den 8. Stock rauf. Das ist eine wunderschön blau gefärbte Wand. Das habe ich damals mit dem Christian Kakora ausgemacht, mit dem Architekten, von der Farbgebung und dann darauf eine weiße Zeichnung. Mhm. Aber da finde ich auch das Interessante, das haben wir im Vorgespräch, haben wir darüber gesprochen, weil ich dachte, dass es da doch eine Skizze vorab gab, weil das, wenn man sich das vorstellt, 8 Stockwerke über das ganze Stiegenhaus, war das jetzt für mich unvorstellbar, dass das alles wirklich aus der Spontanität heraus entstanden ist. Aber du hast mich dann eines Besseren belehrt und gesagt, das war tatsächlich im Zeichnen. Genau. Im Fluss. Dort seins. Das wird total meiner Arbeitsweise widersprechen und das hemmt mich auch, wenn ich was ganz Konkretes schon habe und ich muss mich dann da genau dran halten, dann geht die Lebendigkeit der Linie und die Möglichkeit verloren. Ja. Das heißt, ich bin hingekommen, habe mal ein Kaffee getrunken, habe mir das angeschaut, habe mir angeschaut, welche Menschen da sind, habe mich mit der Tiana oft zusammengesetzt, daher gesprochen, mit der Heimleitung, genau. Eine sehr künstlerische Frau übrigens, von der ich auch Anregungen angenommen habe, zu einer völlig anderen Arbeit. Ja. Es war ein wunderschöner Austausch vor einem Jahr ungefähr. Aber dann habe ich begonnen mit irgendwas, mit einer Linie und aus einer Linie ergibt sich ein Körper und aus einem Körper ergibt sich irgendwas Lustiges und da hängt irgendwer herunter, verbindet sich mit einem Tier, mit einer Linie, mit einer Fläche, mit dem Raum drunter und dann sind dazwischen immer wieder Studenten und Studentinnen vorbeigekommen und haben mir zugeschaut. Dann sind sie 5-mal vorbeigegangen, haben nichts gesagt beim 6. Mal. Was machst du da überhaupt? Und dann habe ich halt ein bisschen erzählt und dann haben wir auch also durchaus philosophische, ethische Gespräche geführt, auch über Werte, die uns als Menschen wichtig sind oder vielleicht auch sollten. Und ich habe so viele schöne Bekanntschaften dort gemacht auch. Ja. Das ist auch was mich so der ÖJAB so zugehörig fühlen lässt, ja. Es ist wie eine Familie für mich. Ja. Also es ist ein Heimkommen. Und in jedem Haus ist es anders. Ja? Es sind unterschiedliche Menschen und es ist ein bisschen eine andere Stimmung, aber so grundsätzlich dieses offene,
ich bin immer offen und freundlich aufgenommen worden. Und es ist ja so, das hat mir die Birgit, oder hast du mir eigentlich erzählt, kann ich sagen, dass du manchmal, wenn du von Oberösterreich nach Wien gefahren bist, in den Rucksack die Stifte eingepackt hast. Die habe ich immer in der Tasche. Um dort weiter zu zeichnen. Und das ist immer noch so. Das ist immer, wenn ich nach Wien fahre, habe ich diese Stifte dabei. Und wenn ich Zeit habe, dann fahre ich ins NÖ1. Und es gibt ja auch noch einen Partyraum. Da bin ich noch ein bisschen in der Schulter, Tiana, wo ich noch lange nicht fertig bin. Ja, da komme ich einfach nicht dazu. Aber ich habe die immer dabei. Und dann kann ich schauen, und kann ich da noch eine Linie machen. Oder wenn ich mehr Zeit habe, dann mache ich eine weitere Skizze davon. Also das Szene. Ist so. Ja. Und das finde ich unheimlich spannend, weil das macht für mich dann eigentlich ein Kunstwerk auch lebendig und zeitgemäß. Ja. Und es ist nicht fertig. Und das ist schön, wenn es nicht fertig ist. Das ist so, wie unser Leben nicht fertig ist. Und auch nicht perfekt. Muss es auch nicht sein. Und das ist auch ganz was Grundlegendes. Das muss ich jetzt an dieser Stelle sagen. Ja. Ich arbeite so, dass ich nichts korrigieren kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich das sage. Das heißt, ich kann mit allem... Nein, es gibt keinen Radiergummi, ich kann auch gar nichts ausradieren. Das heißt, mit allem muss ich weiterarbeiten. Und ich versuche mit allem, was ich habe, weiterzuarbeiten. Und das ist auch wieder so vielleicht eine Art Metapher dafür. Wir haben gewisse Voraussetzungen und mit denen müssen wir arbeiten, so im Rahmen unserer Möglichkeiten. Oder leben. Oder leben, ganz genau. Ja. Und ich arbeite damit. Ja. Und wenn ich sage, okay, na, die Linie ist jetzt vielleicht nicht optimal, aber wer weiß, was sie mir bringt. Ja. Ich gehe da jetzt weiter und ich lasse mich auf den Prozess ein und das hat auch wieder was mit Mut zu tun. Das ist wie im richtigen Leben. Ja, da sind wir wieder bei der vermeintlichen Fehlerkultur oder was wir dann noch als Fehler identifizieren oder als Möglichkeit, wieder in eine andere Richtung zu gehen. Wir befinden uns ja jetzt im Pflegewohnhaus Neumargareten und wir sind vorher gemeinsam die 7 Stockwerke durchgegangen und hier befinden sich ja wirklich die unterschiedlichsten Kunstinstallationen und ich kann es jetzt selber gar nicht mit eigenen Worten wiedergeben, deshalb lese ich das jetzt kurz vor, was auch auf unserer Homepage oder auf unserer Website zu deiner Kunst hier im Haus steht. In der flächen- und etagenübergreifenden Raumkonzeption im Pflegewohnhaus realisiert Birgit Schweiger ihre Vorstellung von einem solidarischen Miteinander, von einer Welt, in der Kunst und Leben einander bestimmen, in Ruhe und Gelassenheit, Autonomie und Sozialität, wie auch in Lebendigkeit, Freude und Empathie. Diese und viele andere Aspekte wie Anerkennung und Respekt werden im ÖIA Pflegewohnhaus Neumargareten täglich gelebt, als Grundpfeiler eines guten Lebens. Also ich finde, das ist sehr schön oder sehr treffend wiedergegeben. Deshalb habe ich jetzt den Absatz da auch so vorgelesen. Wir haben unsere Tour, diese Kunsttour im Haus im 7. Stock oben begonnen. Und da sind schon die ersten Installationen, die Anthroposkugeln. So nenne ich sie. Ja, und du kannst das sicher viel besser erklären und erzählen oder wiedergeben, was es damit auf sich hat. Es wird auch Videomaterial geben, das man sich dann auch online ansehen kann. Aber bitte erzähl uns, was hat das mit den Anthroposkugeln auf sich? Ja, die Anthroposkugeln zeigen den Menschen im Mittelpunkt. Jeder in seiner Welt, jeder verbunden mit seiner Welt, aus der er letztlich auch nicht entfliehen kann. Er muss mit seiner Welt, in der er sich befindet, leben oder er darf damit leben und darf sich da entwickeln. Jetzt sind zwar in jeder Welt, es sind Kugeln, die ich geformt habe, die ich gelötet habe aus Draht, die ich dann mit feinem weißen Faden umwickelt habe. So auch als Schutz irgendwie. Und in diesen Kugeln habe ich dann, in diese Kugeln habe ich dann Menschen geformt aus Draht, die ich wieder umwickelt habe mit weißem Faden, nur teilweise. Und während des Arbeitsprozesses haben sich im Prinzip die Figuren und die Haltungen der Menschen ergeben. Was natürlich auch wieder sehr, sehr persönlich ist, je nach meiner Stimmung und Tagesverfassung, habe ich sie halt letztlich dann unterschiedlich dargestellt und geformt.
und dann eingespannt in ihre Welt. Das sind, alle Welten sind gleich groß. Das war mir auch wichtig, dass nicht eine Welt größer ist als die andere, sondern alle sind grundsätzlich gleich und alle sollten grundsätzlich die gleichen Rechte haben, weil wir alle Menschen sind. Das, auf der anderen Seite sieht man bei dieser Installation, das ist mit weißem Faden alles umwickelt und es ist ganz was Zartes und zeigt auch von unserer unglaublichen Zerbrechlichkeit. Ich habe sie zwar mit umwickelt oft auch und geschützt, ja, das, das heißt, ein gewisser Schmerz oder schon dieses Gefühl für diese Verletzlichkeit ist drinnen. Aber es ist auch luftig und auch im siebten Stock natürlich mit diesem wunderbaren Blick in die Weite, in die Stadt, der Mensch im Mittelpunkt. Und sehr, sehr zart eingebunden. Ja. Ja. Die sind dann weiter runtergegangen in den fünften Stock. Dort befindet sich die Grünwand und wie ich heute erfahren habe, Monika, deine Lieblingswand. Mhm. Und ja, erzähl uns mal, warum ist das deine Lieblingswand? Es hat mich am Anfang selber verblüfft, weil ich bin ein Mensch, der sehr stark auf Farben anspricht und generell auch gerne bunt gekleidet durch die Gegend geht. Und Grün gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsfarben. Findet sich auch nicht. Das ist wirklich witzig eigentlich. Ja. Findet sich auch nicht in meinem Kleiderschrank. Mhm. Also ich glaube, ich habe einen einzigen grünen Schal, ja, und sonst keine grünen Kleidungsstücke. Mhm. Werden wir ändern. Und dennoch hat diese Wand eine Ausstrahlung. Also sie erreicht mich auf mehreren Ebenen, in mehreren Dimensionen, möchte ich fast sagen. Es ist so, dass auf der einen Seite fasziniert mich die Anordnung der Bilder. Also es sind ja 13 Bilder auf dieser Wand gemalt oder gemalt worden für diese Wand und aufgehängt. So 13 Ölgemälde, ja. Mhm. Es sind 13 Ölgemälde, die in einer Art und Weise angeordnet sind, die für mich alleine aufgrund der Größenkomposition der Bilder zueinander und der Abstände, wie sie hängen, schon ein Kunstwerk in sich ist. Also ohne jetzt die 13 Ölgemälde mit dem, was auf diesen Ölgemälden drauf ist, zu beachten. Mhm. Sondern die Komposition und die Stellung der Bilder zueinander ist für mich schon ein Kunstwerk. Wenn man dann tatsächlich noch nicht auf die Ebene der Bilder geht, sondern wenn man tatsächlich die Farbwelten auf den 13 Bildern ansieht, dann ist das von einem ganz hellen Frühlingsgrün, dieses Grün, das entsteht, wenn im März die Bäume ausschlagen, ja, oder im April oder manchmal bei uns jetzt schon Ende Februar, dann dieses ganz helle junge Grün bis hin zu diesem dunklen Flaschengrün von alten französischen Weinflaschen oder so. Und dann wird dieses dunkle Grün mit Schwarz vermischt, bis es ein Schwarzgrün ist, so wie wir dieses Nachtblau oder dieses Schwarzblau kennen, dann wird es eben so ein Schwarzgrün. Es gibt kein Schwarz in meinen Bildern. Okay, ich arbeite nie mit Schwarz. Das heißt, es ist dunkelgrün. Ja. Und diese Farbnuancierung auf den Bildern, das bin ich noch immer nicht auf dem, was bei den 13 Bildern dargestellt wird, ist für mich der nächste Eindruck, der etwas mit mir macht, ja? Also dieser Farbverlauf, also die Komposition der 13 Bilder, dann dieser Farbverlauf und dann oder diese Farbkomposition, die auf mich einfach wirkt. Und ich habe mich nicht einmal dorthin gesetzt und bin dann dort gesessen, allein, ohne mit jemandem zu sprechen und habe diese Installation, weil für mich ist das wie eine Bildinstallation. Also es sind nicht nur 13 Ölgemälde, ja, die in Beziehung miteinander hängen. Und dann kommt, wenn man dann also wieder in eine tiefere Ebene geht, das, was auf den einzelnen Bildern dargestellt wird, das bewegt mich sehr, weil es einfach, ich glaube, du hast es genannt, Werden und Vergehen, also auch hier ein Thema im Haus, mit dem du dich sehr stark auseinandergesetzt hast und das natürlich in einem Pflegewohnhaus ein naheliegendes Thema ist. Ja. Und da geht's einfach vom geboren werden bis zum Sterben, vom in die Welt kommen bis zum aus der Welt gehen, also dieser Welt jetzt hier, auf diesem Planeten.
Und alle Phasen dazwischen und alle Stimmungen, die manchmal zart figurativ und manchmal einfach nur mit Farben dargestellt werden. Und dann sitzt man da und dann kriegt man ein Gefühl, wenn man eintauchen möchte, kriegt man ein Gefühl für genau dieses Werden und Vergehen. Und deswegen ist das meine Lieblingswand. Wenn wir uns dann weiter vorarbeiten in den dritten Stock, da finden wir ja auch wieder eine Wandzeichnung und ganz unten im Erdgeschoss eine Fadeninstallation. Und da möchte ich dich, Birgit, auch nochmal bitten, da deine Ideen dazu uns zu erzählen, die du hinter diesen Kunstwerken hattest. Die große Wandzeichnung auf dieser zweistöckigen Wand war eine Herausforderung, weil auf so einer großen Fläche hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nie gearbeitet, außer da im Stiegenhaus, aber das sind nicht so große Flächen in einer. Ja. Und da habe ich mir vorher schon ein Konzept gemacht. Da geht es wieder um das Leben. Es geht um das, um links unten ist eine Frau, die das, einen Film aufspannt, den Film des Lebens. Mhm. Monika Schüssel hat vorher gesagt, so wie ein Grammophon, wo dann der Ton rauskommt. So kann man es auch sehen. Mir war auch wichtig, dass es eine Frau ist, die das Leben aufspannt. Ja. Naja. Das heißt, es ist auch ein Stück weit ein bisschen eine feministische Arbeit. Ja. Das heißt, auch die Frau, die Kugel ganz sanft in der Hand hält, sorgsam. Und sorgsam mit dieser Kugel, mit dieser Welt umgeht. Ja. Also und Sanftheit als Stärke. Genau, Sanftheit als Stärke. Und da wird ein Bogen gespannt über die ganze Wand, den ich wirklich auch, es gab zwar ein Konzept, eine Idee, aber ich musste mich von dem lösen, um da wieder so zu arbeiten, wie ich eigentlich arbeite, nämlich spontan. Ja, und dass die Linien wirklich ein Eigenleben führen dürfen. Und das war gar nicht so leicht, weil da musste ich auf einem großen Gerüst herumsteigen. Ja. Und dann halt wirklich so immer wieder... So schnell, so spontan. So schnell, so spontan. Wahrscheinlich nicht. Genau. Ja. Genau. Und da habe ich eben auch verschiedene Szenen eingebaut von Gemeinschaft. Es wurden Tiere eingebaut. Ich habe eine Demenzpuppe, die ich... da habe ich eine Situation in diesem Raum auch beobachtet, wo eine Frau neu angekommen ist in diesem Pflegewohnhaus in Neumargareten und verwirrt war. Und die hat dann eine Puppe bekommen, eine Demenzpuppe, und sie durfte ihr einen Namen geben. Und dieser Name war Peter. Mhm. Und ich habe die Situation beobachtet und die war eine sehr schöne, emotionale Situation. Und ich habe dann den Peter mir angeschaut und habe den Peter halt gezeichnet. Und die haben sich dann unheimlich gefreut darüber, dass der Peter zweifach da sein darf. Ja. Ja. Und das sind immer auch wieder Tiere und Möglichkeiten in der Welt, auch Gelassenheit, Sozialität, Menschen, die sich umarmen, sind genauso eingebaut wie Menschen, die mit Skien über einen Berg runterfahren. Und zum Schluss fährt eine Frau mit ihrem Hund im ruhigen Gewässer wieder zurück ans Ende. Dann fahren wir jetzt weiter nochmal ins Erdgeschoss. Unten bei der Rezeption, wo wir eine großflächige, sage ich jetzt mal, Fadeninstallation haben. Genau. Das war eigentlich fast die größte Herausforderung für mich, weil ich habe so eine Fadeninstallation schon des Öfteren gemacht, auch im Outdoor-Bereich, aber noch nicht in so einem Raum, der belebt ist und wo dazwischen Dinge sind, über die ich klettern musste, wo ich zwei Wände verbinden wollte. Das auf der einen Seite ist eine Mooswand, das heißt, die für mich die Natur darstellt, und wieder dieses Geborenwerden aus dieser Wand, spreizen sich Fäden auf, fächerartig, verzweigen sich und gehen in die andere Wand, die ist weiß. Da haben wir auch vorhin gesprochen, dass mich das anfangs gestört hat, weil der Kontrast zu wenig stark ist. Aber in Wahrheit ist es wieder dasselbe Thema. Ja, das ist, irgendwann löst sich das auf. Ja. Ja. Und ist nicht mehr so ganz klar wahrnehmbar. Und das wird nicht als Fremdkörper wahrgenommen. Es fügt sich sehr harmonisch ein. Genau, manchmal ein. Es fällt gar nicht auf. Man merkt nur so über einem, so wenn die Tür offen ist und beim Eingang jemand reinkommt, dann bewegen sich die Fäden so ganz leicht. Und es hat ganz was Leichtes. Ja. Das ist im Prinzip einem philosophischen Gedanken entsprungen. Ja. Aus der Metaphysik des Aristoteles, der Substanzgedanke, ich habe den natürlich transponiert in meine Kunst. Ja. Eben wirklich so diese Möglichkeiten, die man hat im Leben, die sich aufspreizen, fächern und verbinden und verzweigen.
bis es dann irgendwann wieder sich auflöst. Ja. Da habe ich lange dran gearbeitet und konnte natürlich nur arbeiten, wenn sonst niemand mehr an der Rezeption gearbeitet hat, weil ich vier Leitern dafür brauchte und den Faden während der Arbeit immer auf Spannung und auf Zug halten musste, weil wenn ich da auslasse, dann lässt alles aus. Ja. Das war eine ziemliche Herausforderung und ich war danach sehr fit. Das Yoga habe ich mir gespart. Ja. Also auch eine körperliche. Ja, und das liebe ich. Ja. Ja, wir haben jetzt, oder du hast uns wirklich schöne Einblicke auch gegeben in deine Kunstprojekte oder Realisierungen bei der ÖIAB. Woran arbeitest du denn jetzt gerade? Was sind deine aktuellen Projekte, worüber du erzählen möchtest? Also momentan liebe ich meine Arbeit gerade wieder, weil sie so vielfältig ist. Auf der einen Seite bin ich gerade in Vorbereitung einer Ausstellung, die in Linz am 14. März eröffnet wird, mit einer chinesischen Künstlerin gemeinsam, der Xian, die ganz wunderbare, feine Zeichnungen macht. Und von mir werden ungefähr 30 Arbeiten gezeigt. Dazu habe ich jetzt auch einen Ausstellungskatalog gemacht, den ich auch grafisch selber gestalte und selber fotografiere und die Texte teilweise auch von mir selbst geschrieben sind und teilweise halt Texte, die ich bekommen habe von anderen Kunsthistorikerinnen. Dann war ich letzte Woche in Spanien und habe eine Galerie besucht, mit der ich in Zukunft zusammenarbeiten werde, die mich im November auch auf die Arte Nuvola Roma, auf eine internationale Kunstmesse mitnehmen wird. Gleichzeitig bin ich dabei, ein Konzept zu schreiben für eine Einreichung für die Galerie Forum, ein Verein in Oberösterreich, wo ich im Vorstand auch bin und mitarbeite, wo ich Kolleginnen einlade, da teilzunehmen, für die Parallel Vienna, eine Kunstmesse in Wien im Herbst, wo es um Eros und Thanatos geht, ja. Wirklich das, der Eros, dieses Kraft- und Lebensprinzip und der Thanatos, der Tod. Also dieses Thema ist auch da durch, wieder, ja. Zieht sich wieder durch. Ja. Auf der anderen Seite habe ich gerade ein Arbeitsstipendium bekommen, weil ich zu schweißen begonnen habe. Das heißt, ich versuche, meine Zeichnung ins Dreidimensionale noch mehr zu bringen und habe mich da eingemietet in eine Werkstatt, wo ich dann mit Metall arbeite. Ja, es ist sehr, 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 sehr vielfältig. Ja. Und letztlich muss ich schon sagen, die ÖIAB und auch gerade die Monika Schüssler hat mir so ein Vertrauen da entgegengebracht von Anfang an, ja, die gesagt hat, du machst, mach. Ja. Und ich nehme das und ich tue das. Und ich versuche mich auch ein Stück weit immer ein bisschen zu überfordern, damit ich weiterkomme. Ja. Ich muss auch, da gehört sicher auch Mut dazu, sich darauf einzulassen und reinzustürzen und einfach zu probieren. Es kann natürlich immer mal sein, dass was daneben geht. Ja, so ist das halt. Ja. Ja. Wir sind jetzt schon fast am Ende unseres Gesprächs angelangt. So schnell vergeht eine knappe Stunde. Wow. Wenn du an unser Motto denkst, gemeinsam Zukunft gestalten, welche Rolle glaubst du, kann Kunst in unserem Leben spielen, um unsere Zukunft gestalten zu können? Welche Möglichkeiten bietet uns die Kunst? Vielleicht, meine Kunst ist wahnsinnig vielfältig. Ist jetzt abgesehen vom klassischen Begriff, ein Bild an der Wand, das schön ist, wobei da schon wieder zu hinterfragen ist, was ist überhaupt schön und wer sagt, was schön ist. Ja? Da wird es schon das erste Mal schwierig, aber Kunst stellt für mich prinzipiell Fragen, kann Lösungen anbieten, die vielleicht absurd erscheinen, aber zumindest eine Möglichkeit beinhalten können. Und das heißt, Kunst kann uns auf was stoßen, wo wir nicht in erster Linie dran gedacht hätten. Nämlich, da geht es genau wieder um diese Verbindungen, die nicht vordergründig sind, die sich dann erschließen, des Kunstwerks eigentlich erst ergeben. Ja, so, was soll das? Was ist das? Ja, natürlich kann Kunst auch provokativ sein, soll sie auch manchmal sein, es muss aber nicht immer Fingerzeigkunst sein. Es darf auch schön sein. Nur zur reinen Dekoration degradieren lassen, mag ich die Kunst nicht. Mhm. Das mag ich nicht so gern. Aber das heißt, wenn man sich einlässt drauf und es ist, dann ist das was Wunderschönes und kann Dinge aufzeigen, kann Fragen stellen und wir können uns damit auseinandersetzen. Wir können uns, so wie wir es heute gemacht haben, wir gehen durch das ganze Haus und wir reden darüber.
und lassen uns drauf ein. Und ihr lasst euch drauf ein und ich bin sicher, dass das eine oder andere bleibt dann irgendwie hängen und dann setzt man sich vielleicht länger damit auseinander oder vielleicht hast du auch einen anderen Blick auf die Kunst bekommen. Ja, ganz bestimmt, weil natürlich auch wenn diese Affinität vielleicht nicht von vornherein da ist, aber dadurch, dass die Kunst in die Häuser gebracht wird und wir haben da ja zwei, bei uns in der ÖJ zwei sehr unterschiedliche Häuser, zum einen ein Studierendenwohnhaus und hier ein Pflegewohnhaus und die Kunst ist hier vor Ort und man kann sich hier drauf einlassen und neue Aspekte dadurch spüren ja, und erleben auch. Ja. Dass hier, gerade hier im Haus oder überhaupt, ist es mir in der Kunst auch wichtig, nahe an den Menschen zu sein. Dass Kunst nicht in diesem Elfenbeinturm ist, ja. Wo sagt, das ist nur für die anderen. Das ist nicht so, sondern ich wollte auch da, dass das angreifbar ist. Ja, man kann mich angreifen, unter Anführungszeichen, aber man konnte mich jederzeit fragen, was ich da mache. Und ich habe so viele tolle Gespräche geführt mit Bewohnerinnen im Haus oder auch mit Mitarbeiterinnen, die mir immer geholfen haben, die mir offen und wertschätzend gegenübergetreten sind. Ja, ganz am Anfang habe ich mich mit Monika Bartl zusammengesetzt. Und ich kann mich noch erinnern, sie hat gesagt, ja, ich habe ja keine Ahnung von Kunst. Ja. Aber ich will ein Gefühl dafür bekommen, was hier wichtig ist im Haus. Worum geht es da überhaupt? Und was sind jetzt meine Möglichkeiten? Wie gehe ich mit diesen Themen um? Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Ja, ich glaube auch diese Verbindung dann auch zu spüren, das ineinander, ja. Wie es ineinander greift. Das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Und sage ich danke Monika und danke, liebe Birgit, für das schöne Gespräch. Ich danke auch. Es war mir ein Vergnügen. Wenn ihr neugierig geworden seid, wie diese Kunstprojekte und Installationen aussehen, dann schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen oder unserem YouTube-Channel vorbei. Da gibt es einiges an Videomaterial zu entdecken und noch besser natürlich, wenn ihr persönlich bei uns vorbeischaut und die Kunst vor Ort entdeckt und erlebt. Wir freuen uns auf euch. Danke fürs Dabeisein, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gemeinsam Zukunft gestalten.